Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Broforce. Mit mir, dem AdDP, und dazu haben wir den Hannes. Hallo. Wir sind richtig krasse Bros und deswegen dachten wir, hey, warum versuchen wir es nicht mal mit der Macht von Star Wars und Grayskull und... Kurz gesagt, warum probieren wir es eher mit Broforce? Broforce. Ja. Wir spielen. Spielen wir. Press Fire, ja. Wo ist denn Fire? So, ich bin der Erste, du bist der Zweite, ich bin ready. Der Dritte und ready und ja, wie man schon sieht, es ist ein Pixelspiel und wir nehmen mit wunderschönen 100 FPS auf, ja. Wir können rumhüpfen, wir können schießen. Jetzt habe ich einen Flammenwerfer. Ist das immer zufällig? Nein, die Charaktere haben verschiedene Waffen. Ja, aber eben hatte ich doch noch Granaten. Ja, jetzt bist du aber, guck doch mal. Du bist Dings, BA. Und der hat den Flammenwerfer. Und wenn du B drückst, dann hast du immer noch Granaten. Die will ich jetzt aber nicht benutzen. Richtig. Ich bin was sehr schön ist, man kann die ganze Landschaft kaputt machen, was auch einen sehr zum Verzweifeln bringen kann. Ja, wo stand ich jetzt hier gerade? So, jetzt habe ich hier den Brodel Walker. Alter! Den will ich. Ja, man kann das auch wunderbar zu viert spielen. Das wollten wir letzte Woche eigentlich mal machen. Zu viert spielen, ja. Also, wir zu dritt spielt. Ich bin schon das erste Mal gestorben. Mit dem Basti. Und aber den der Hannes. Edit wollte ja gerne schlafen und hatte keine Lust mehr. Weil ich müde war. Two more Rexius until the next unlock. Und deswegen holen wir das einfach mal nach, ne? Aber ohne den Basti und den Hannes. Schade. Sind gute Jungs. Jetzt spiele ich. Jetzt mach ich nicht alles kaputt, Mann. Das tut mir leid. So wird das nichts. Was ist das hier? Das ist ein... Kommst du bitte? Ich wollte den coolen Weg gehen. Das ist kein cooler Weg. Zerstörung ist nicht cool. Nicht kaputt machen. Ich wollte nur hier durch. Ich habe jetzt einen Durchgang besorgt. Du machst mich fertig, Junge. Darf ich nicht. Ah, mach doch nicht. Alter, hast du das gesehen? Ja. Ich glaube hey. Schon. Was denn? Jetzt warte doch mal, bis ich komme. Das machst du nie. Oh. Ja, siehst du? Warte mal, bis ich komme. So. Gibt's ja wohl nicht. Pizza-Burger. Lecker schmeckt. So was gibt's doch wohl nicht. Ja, was können wir denn sagen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was kann man zum Spiel sagen? Du hattest es damals vorgeschlagen. Genau. Es ist ja, wie wir schon gesagt haben, kann man es bis zu vier Spieler spielen. Ist derzeit im Early Aces. Alter. Im Early Aces. Ja genau, wir spielen die Alpha von dem Spiel. Richtig, kann man sich derzeit bei Steam für 13,99 kaufen. Oder ihr könnt einfach die Demo online kostenlos spielen. Die auch sehr lange ist. Ja, ich glaube, ihr habt sogar die volle Kampagne, aber kleine, andere, vielleicht nette Spielmodis, die es hier noch gibt. Haben wir gerade die Geisel umgebracht? Habt ihr nicht. Nee, die ist hier nicht. Die wir nachher vielleicht nochmal ausprobieren. Oh nee, der ist scheiße. Ja. Ja, wieso? Nick Brover. Wie schießt der denn? Der wirft einfach. Das ist scheiße. TNT. Ja. MacGyver ist immer der Beste. Wir müssen hier die... Alter! Toll, ey. Die dicken Terroristen umhauen, Geiseln retten. Wenn wir eine bestimmte Anzahl an Geiseln gerettet haben, schalten wir immer wieder einen neuen Kumpel frei. Kannst du mir bitte helfen? Danke. Ja, die Geiseln sind auch gleichzeitig sowas wie Checkpoints. Wenn wir eine befreien und sterben, kommen wir als diese dort wieder. Ja. Ich glaube, dass... Ich bin tot. Nee, lebe ich noch? Ich lebe noch! Wie hast... Und denn? Wie habe ich das gemacht? Leute! Mir fällt die Decke auf den Kopf. Oh mein Gott. MacRover, Mann. Weißt du, ich komme, um dich zu retten. Und dann sowas. Ja, MacBrover braucht keine Hilfe. Ich möchte nicht weiter nach unten buddeln, das ist nicht gut. Oh. Hilfe! MacBrover, oh, ich kann das da anheften. Das ist, guck mal. Jetzt warum bist hast du das nicht da. Vorher gewusst?
Ey, mach hier nicht. Mach keinen Scheiß, Digga. Mach keinen Scheiß. Ich bin tot. Warum hat mir keiner gesagt, dass da unten noch ein Terrorist war? Wow, wow, wow. Sind doch Selbstmordattentäter. Warum haben die Angst? Guck mal, hier, rette mich. Ich rette dich mal. Ich hab Angst. Ich geh mal hier oben lang. Warte, warte, warte. Ich mach das. Ich mach das. Mach bitte keinen Müll. Alter! Ich hab dir was gesagt. Ich hab gesagt, ich mach das. Ja, ich hab gesagt, mach keinen Müll. So, stirb. Alter, vielleicht war da oben noch was. Ja, der hätte sich schon den Teufel umbringen müssen. Wir hätten doch trotzdem noch hochrennen können. Mhm. Aber wer macht denn sowas? So, jetzt müssen wir noch zwei retten, dann haben wir schon wieder den nächsten freischalten. Ist das nicht toll? Ja. Da ist schon der erste. Ambro. Es macht aber auch Spaß, muss man mal sagen. Und es sieht wunderschön aus. Ich wollte sagen, es sieht zwar ein bisschen... Oh, du bist Braid. Braid? Okay, das macht Spaß. Ich trau mich nur nicht da näher an die Explosionsfässer. Also mir gefällt die Grafik dir nicht. Doch, ich mag ja allgemein Pixel-Spiele. Ja, deswegen. Ne? Alter. Ich hab null Leben. Ich bin wiedergekommen, wurde sofort umgebracht. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Tja, das ist wohl ganz schön schwer, was? Es sieht so leicht aus, muss man auch mal dazu sagen, aber es ist stellenweise gar nicht ganz so leicht. Na, das ist ja Blödsinn. Eigentlich ist es schon recht leicht bisher. Nachher kommen ja noch Bosse und sowas, aber das werden wir dann sehen. Alter! Was passiert hier? Das weiß ich noch nicht. Aber man macht halt es sich selbst schwerer, indem man das hier so heillos durcheinander spielt. Ja, und einfach alles kaputt machen möchte. Alter, der hat mich erschossen! Jetzt reicht's mir. Schade. Fast haben wir beide geschafft. Wir müssen uns aber ein bisschen absprechen. Ich verliere immer wieder ein Leben, du Arsch. Ist doch nicht so schlimm. Doch. Bros müssen füreinander einstecken. Hm? Ich könnte dir jetzt eine schöne Geschichte wieder von der Arbeit erzählen. Na, wer macht das doch? Willst du das denn? Ja klar, dann haben wir was zu erzählen. Wieso bin ich immer wieder tot? Ging's Basti nicht auch so am Anfang, dass er ständig gestorben ist? Basti ist immer gestorben. Ich weiß auch nicht, was er macht. Ja, erzähl doch mal. Ja, ich wollte dir eigentlich gerade den Weg abschneiden. Ach, so läuft das hier, ja? Jetzt kommt Bro Dread. Ja, du bist ja wieder so richtig Bro Dread drauf. Es macht einfach nur Spaß, alles kaputt zu machen. Ja, du willst mich kaputt machen. Das macht gar nicht so viel Spaß. Boah. Hilfe, ich hab Angst. Was ist das hier? Was ist das? Nee, jetzt mal ernsthaft, was ist das? Munition für deine Specials. Ich hab Specials? Ja, B. Granaten oder je nachdem, was du gerade für ein Typ bist. Hast du hier sowas? Alter, warum haben wir das noch nicht angesprochen? Ach so, es gibt Specials, Leute. Die sind begrenzt. Man sieht es an den Dingsen, an den Symbolen, am Profil, am Avatar, am Bild. Ihr wisst, was ich meine. Die meisten haben unterschiedliche. Ich glaube, ich habe gerade eine Geisel umgebracht. Ach, Granaten sind so Standard, würde ich mal sagen. Alter, was ist das hier? Ein dicker Döner. Pass auf. Oh, du hast den Hund exploded. Explode? Von Nelly Furtado oder was? Ach nö. Oh, McRover. In the house. So, komm. Ich warte extra ein bisschen. Danke. Ja. Aber ich komme mit ihnen besser klar, glaube ich, sogar als du. Kann das sein? Warum? Ich habe auch nicht Scheiße gemacht. Aber auch erst nachdem du es dann gemerkt hattest, dass der auch die Dynamitstangen da an den bestimmten Punkten abstellen kann. Na, dass die so an Wände haften, das wusste ich. Ah, nicht! Du kleiner Penner, du. Oh, Lenkraketen. Die könnten vom Vorteil sein. Spring doch, ich töte dich. Oh. Ah, siehst du? Schon hast du wieder gewechselt.
versuch mir jetzt mal weh zu tun. Mit deinem Messer. Oh, fuck. Aber mit Blade macht das bisher irgendwie am meisten Spaß. Darf ich das so sagen? Ja, Schwerter sind halt immer cooler, ne? Katana-mäßig unterwegs. Nachdem du mich umgebracht hast. Wieso soll ich denn das gemacht haben? Du hast auf das Fass geschossen, wo ich gerade rumgesprungen bin. Das war ich nicht, das war ich nicht, das war ich nicht. Na, was ich jedenfalls erzählen wollte für ja, die Arbeit. Bitte. Wie man weiß, arbeite ich ja in einer Support-Hotline. Oh. Ja, das habe ich glaube ich schon irgendwo mal erwähnt. Und jedenfalls gibt es auch bei uns die Leute, die verkaufen am Ende des Support-Gespräches. Und bei uns heißt die Abteilung von den Special-Leuten, sage ich mal, die erzähl verkaufen weiter. Broforce. Broforce? Nein, eigentlich heißen sie das A-Team. Okay. Ist mir gerade eingefallen, wo ich Mr. T gesehen habe. Sind das eure Elite, ja? Mhm. Cool. Unsere Elite-Verkäufer. Und da ich ja auch bald wieder einer von den Leuten bin, die verkaufen sollen. Oh mein Gott. Ja. Hat der Verkaufstrainer auch schon gesagt, er würde mich liebend gern dann auch in seinem A-Team haben. Ist ja nett. Kann man nicht mal irgendwie mehr Treffer einstecken? Kumpel, was ist denn los? Nein, das ist realistisch, dieses Spiel. Du stirbst, wenn du getroffen wirst. Ich merke das schon. Instant Kill. Level 100. Instant Kill Level 100. Genau. Ah! Ich würde sagen, die Zeit vergeht irgendwie im Fluge. Oder wir kommen einfach übelst weit durch, aber brauchen nicht viel Zeit. So meine ich das natürlich. Jedenfalls hat er gesagt, dass er mich gerne... Oh, cool! Oh mein Gott. Nicht cool. Wo kam die Explosion her? Wenn ich das Ding jetzt hier anschlage... Dann fliegt es nach vorne. Ah, sehr schön. Oh Gott. Oh, ein dicker... So ein... Teigter Bursche. Bitteschön. Oh, Bro in Black. Das gefällt mir. Schwarz. Wieso musst du mich immer umbringen? Weil wir Brüder sind. Alter, Hannes, nur wundert sich, warum Basti und ich immer so oft sterben. Ja, ich kann das mir gar nicht erklären. Das ist voll Arschloss. Guck doch mal meine dicke Waffe an, da kann ich nichts dafür. Ach, wenn du niemand siehst, dass ich da vorne... Och, warum muss ich denn immer gleich den Arsch spielen, ey? Weil du gesagt hast, dass du den voll gut kannst. Sagt, ich kann ihn besser als du. Pff, niemand kann hier irgendwas besser als ich. Dann lass mich doch wenigstens mit denen tauschen, ey. Nein, du musst üben. Oh, guck mal. Ich würde mal sagen, das ist ein Zwischenboss. Oder ein Boss. Ich weiß nicht, wie die Bosse hier aussehen. Ich auch nicht. Senden wir ihn einfach mal Boss. Granate! Alter! Hast du mich gerade mit der Granate umgebracht? Du hast mich gerade umgebracht mit deinem Special-Scheiß. Ich habe gar keinen Special-Scheiß benutzt. Oh, dann war ich das. Ach stimmt, ich war das. Ich habe mich selbst und dich umgebracht. Ne, mich hast du mit deiner komischen Granate umgebracht. Ja, das ist ja mein Special. Ah. Zuerst kommt die Granate und das ist gleichzeitig der Punkt, wo... man aufpassen sollte, was man sagt. Alter. Basti und ich hatten die beim ersten Mal irgendwie besiegt. Ja, du könntest auch mal runtergehen zu der Geisel, damit ich auch wieder da bin. Geisel? Geisel? Was ist eine Geisel? Hallo, mein Freund. Ich mach einfach mal Lenkraketenschisse. Hätte ich vielleicht früher tun sollen. Hilfe! Oh, okay. Bin ich schon wieder gestorben? Wenn, dann sind wir beide gestorben. Aber wir haben es geschafft. Darauf kommt es doch an. Und da sieht man nur, wie viele Leute man umgebracht hat, oder was? Ja, und dich selbst siehst du da auch, wenn du gestorben bist. Eigentlich alle, die sterben. Vorsicht! Feuer! Oh nein! Ich hab einen TNT-Typen angefackelt. Dann hat er nicht lang gefackelt. Warum bin ich jetzt gestorben? Ja, irgendwas ist explodiert. Vor allem der Rückstoß. Tja, das kennen wir doch so. Alter. Angst. Warum? Mac Rover hat Angst. Du machst ja alles kaputt. Ich mache es mit dem Weg frei. Das kann nicht gut enden. Vor allem, wie lange ich in der Luft bleibe. Ich blick hier nichts mehr. Ich Hund, auch. Hilfe! Oh Gott, ey. Oh. Bitte wechsel den Charakter. Gefällt er dir nicht bei mir? Nein. Warum nicht? Das macht mir so keinen Spaß.
Mir macht's Spaß. Das ist ja die Hauptsache. Ja. Komm mal hier runter. Junge, Junge, Junge. Möchtest du nicht wechseln? Hm? Besser so. Das ist... Ja, ich weiß nicht. Ja, super. Versuch's mal da links hoch. Oder... Was? Achso, ja doch, da dann links rüber und dann da hoch. Ha. Ja, das hätte viel einfacher gehen können. Einfach. Okay. Das war vielleicht nicht so schlau. Sehe ich ein. Ja, du machst auch einfach mit allem alles kaputt. Alter. Was geht denn da unten ab? Das weiß ich noch nicht. Hallo? War lebt ja mal da noch jemand? Möchte noch jemand gerettet werden vom Edit? Nein, nicht. Nein. Weil du immer so hoch bist, ich sehe den Boden vor lauter Bäumen nicht. Bin ich zu hoch für dich, ja? Ja, bist du zu hoch für mich. Oh. Guck mal, ob da rechts noch was ist. Da ist nichts mehr. Sicher? Ja. Wuhu! Ist aber ein sehr schönes Spiel. Was ist eigentlich, wenn beide die ganzen Leben verloren haben? Ja, haben wir doch gerade gehabt. Mission failed. Und dann fangen wir das Level nochmal von vorne an. Alles klar. Was ist immer hier dieses Next Unlock? Neuer das habe ich doch gesagt. Noch einen befreien und dann haben wir einen neuen freigeschalten. Ach Gott. Guck mal, ein Bienenstock. Und guck mal, alles zerstört. Gut gemacht. Boah, cool. Es ist Snake Broskin. Krass. Den hatten wir noch nicht. Ja. Alter, man wird einfach viel zu schnell wiederbelebt, oder? Stimmst du mir zu? Man wird einfach viel zu schnell von dir getötet. Oh, fuck. Das habe ich nicht aufgepasst. Hm? Oh je, Mini. Der hättet LP allein. Unter Wölfen. Pass auf! Alter! Oh. Flups! Plum! Cool! Plum. Yay! Rambro in the house! Wolltest du mich gerade schon wieder umbringen? Ja. Gefällt mir. Du lernst. Like. Deine Ehrlichkeit weiß ich sehr zu schätzen. Ha ja! Ich bin tot. Aua, eine Kokosnuss auf meinem Kopf? Oh fuck. Werf die Kokosnuss! Werf die Kokosnuss! Werf deine Kokosnuss auf meinen Kopf! Werf deine Kokosnuss, ich freu mich darauf. Ja, er schießt seinen eigenen Kumpel? Das hab ich jetzt auch gerade ein bisschen verwundert. Er hätte es besser machen sollen. Das hätte ich besser gemacht. Werft einfach deine Granaten, Alter. Granate in your face. Ja, super. Hätte so besser sein können. Das musste passieren. Oh, schön. Nein. Oh Gott. Komm doch mal mit runter, Alter. Zum Glück ist er tot. Nee, ich hab gewechselt. Unten war eine Geisel, du Arsch. Das ist noch besser. Ich bin tot. Ey, wenn du spielst, ich blick da gar nichts mehr. Bleib einfach bei mir, ich kümmere mich um alles. Ja, sehe ich. Du stirbst einfach. Boah, boah, boah. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Alter. Alter, was ist hier? Napalmbomben? Napalmbomben? Alles brennt. Gehen die Blöcke dann kaputt oder was? Ich will nicht so lange warten, bis sie das herausfinden. Das würde mich aber mal interessieren. Anscheinend nicht. Doch. Doch. Die Brücke zumindest.
alles aus Holz. Was ist passiert? Ich habe die Blöcke unter dem Wagen kaputt geschossen. Und das Ding ist runtergefallen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich dann sterbe. Tja! Alter, du hast den Teufel getötet. Ich bin der Teufel! Mal aber nicht den Teufel an die Wand. War das nicht gut? Ich mal mit seinem Blut an die Wand. Ja, 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 sagt er jetzt und morgen spielt er wieder mit den Teufelsgard. Was? Ich kann wenigstens Guard spielen. Oh. Restart. 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 Shit. Oh ja. Messertime. Tja. Alter. Warum wollte keiner mein Truthahn? Die Füllung schmeckt uns nicht. Du kannst sie jetzt explodieren lassen. Ah! Zack. Zack. Zack, zack. Kommst du, Digga? Ich glaube schon. Gut. Hättest du mir ruhig mal den Weg frei machen können. Zack, zack. Zack, zack. Ich hol dich doch wieder. Ich war auf dem Mond. Brominator! Was? Ah! Verstehe. Ach, das ist doch scheiße. Ja, das ist echt scheiße. Warum habe ich dich als ihn wiedergeholt? Alter! Weil du weißt, das ist die einzig wahre Möglichkeit, das Spiel zu schaffen. Du bist der Auserwählte. Ob man auch noch Neo spielen kann? Das wäre geil. Warum? Du hast sogar kein Matrix geguckt. Fuck. Hilf mir doch. Chuck Norris. Alter. Edit. Versuchst du einfach hier lang. Geh immer weiter. Lass mal, da unten ist noch was, oder? Gegner, nur ein paar Gegner. Warum gehst du nicht auf der Seite hoch? Ist mal ganz ehrlich. Du da bist. Ja, siehst du, wir müssen nur eh die Leiter hier nehmen. Seh sie nur nicht. Wow, wow, wow. Alter! So, ganz ruhig bleiben jetzt. Da ist jemand, der braucht unsere Hilfe. Wer braucht unsere Hilfe? Gott. Dann geh ihm bitte helfen. Ich möchte nicht. Oder ich komm dann nach. Oder irgend sowas. Gut gemacht. Snake Bites. The Big Boss. Naked Snake. Good job. Danke. Hier passiert? Mir sind Dinge entgegengeflogen gekommen. Wer hat ihn getötet? What war das? Du bist dran. Du bist dran, dran. Oh, guck mal, unten ist noch eine Geisel. Yu-Gi-Oh! Ich hoffe, du kommst auch wieder hoch, so wie du den Weg hier kaputt gesprengt hast. Klar. Natürlich. Mach da. Ganz unten, ey. Pass auf! Das hatte ich mir auch gerade. Geh einfach weiter, nach unten. Da kommen nämlich immer wieder welche. Oh, ich lebe. Weil du mein Atem bist. Ah, oh, da drüben. Yeah. Warum kriegst du ihn immer? Weil ich der coolste Nigger weit und breit bin. Alter, ich bin Mr. T. Ja. Merkst du was? Ich bin Blade. Blade. Ich muss aber zugeben, ich fand die Blade-Filme nicht so schön. Ich als bekennender Marvel-Fan fand die Blade-Filme nicht so
schön. Naja, was für Marvel-Filme waren damals schon schön? Alter, Punisher? War nicht schön. Was, Alter? Absolut nicht. War der wohl echt kein guter Alter, Film. Alter, wir sind mal zusammen entkommen. Hey. Und wir haben beide noch zwei Leben. Well. Highlight. Die beiden Niggers machen's. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das war doch eine wunderschöne erste Folge. Wow. Und eine sehr lange Folge. Ja. Gut, wenn man Leute. Spaß hat, vergeht die Zeit wie im Flug. Ja, ist so. Weil wir ja mit dem Flugzeug immer wegfliegen. Wie im Flug. Von Level Flug. Zu Level zu Level. Das war ein Hubschrauber. Oh, Endboss. Ja. Gut, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Together Broforce mit mir, dem Edit AP. Und dazu haben wir den Harness. Broness. Broness. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.